Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Delta Force. Delta Force ist zurück. Das ist aktuell bis zum 22. glaube ich, soweit ich weiß, spielbar. Falls ihr Bock habt, schaut gerne bei Steam nach. Es ist eine offene Beta. Und beim letzten Mal hatten wir das Spiel schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es auch unter anderem im Stream gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe immer noch meinen Spaß an dem Spiel. Und falls ihr auch das Spiel spielen wollt, wie gesagt, es ist Free-to-Play und befindet sich halt gerade in der Beta. Gut, das war ein ganz, ganz toller Start. Das ist heute auch erst, oder das ist generell erst seitdem das Spiel wieder da ist, meine zweite Runde. Die erste Runde verlief ganz gut. Aber ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, da es doch eine ganz, ganz andere Spielweise ist wie Enlisted. Aber ich denke mal, das sollte schon gehen. Ich habe mir auch meine AKS-74 komplett auf Level 80 erstmal hochgerüstet und mit ganz vielen Spielereien modifiziert. Denn das kann man ja in diesem Spiel machen. Ich weiß nicht, ob die ganzen Spielereien gut sind, ob die Sinn machen. Das werden wir im Laufe des Gefechtes herausfinden. Erstmal ein paar Punkte holen. Oh, den haben wir gleich in den Kopf geschossen. So, die Punkte mit. Bisschen Munition kann man hier ruhig verteilen. Kann ich mir auch noch gleich welches mitnehmen. Man weiß ja nie. Ja, Delta Force, falls ihr jetzt euch da noch nicht großartig vorstellen könnt. Es ist Battlefield X. Nehmen wir Battlefield 2042, ihr wisst welches Battlefield ich meine. Nur halt als Free-to-Play-Version und ich finde halt auch in viel, viel besser. So. Komm, ihr braucht alle ein bisschen Heilung. Ich gehe mal ganz kurz hier stiften. Und ja, ich habe meinen Spaß in dem Spiel. Und hoffe, dass euch das Spiel auch gefällt, denn ich würde es halt in Zukunft auch ganz gerne im Stream spielen. Falls ihr mal Lust habt, mit dabei zu sein im Stream, schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist alles zu Twitch verlinkt. Dort spielen wir eigentlich Enlisted und War Thunder immer mit der Community zusammen, aber ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise sie haben es auch schon mit der Community hier gespielt im Stream. So, genug der Eigenwerbung, Entschuldigung, muss aber manchmal auch mal sein. Wir müssen hier ein paar Punkte holen. Ich mag die Karte nicht unbedingt als Angreifer. Komischerweise, nur in dieser Oberfläche stockt das Spiel bei mir, was das Zeug hält. Sobald ich im Match bin, läuft alles wunderbar butterweich. Die CPU und die Grafikkarte chillen sogar noch nebenbei ein bisschen, was mich schon sehr erstaunt. Da das jetzt nicht gerade um die High-End-Monster sind. Okay, ich glaube, das war noch ein bisschen verbuggt. Ja, es ist halt, wie gesagt, eine Beta. Es hat noch einige kleinere und auch ein paar größere Bugs. Ich weiß jetzt nicht, komme ich da jetzt schnell hoch? Parcours! Ja, ist ja gut, habt ihr doch gesehen. Erstmal Vollpump mit Spritzen. Also, aktuell ist meine Lieblingsklasse die Sunny-Klasse. Kann man die drehen? Ne, kann man sie nicht. Zumindest nicht so, wo ich sie bräuchte. Aber wir können Munition verteilen, wir können heilen, das ist immer ganz gut. Dankeschön. Einzige, was mir bei dem Sunny hier noch stört, er hat keine, keine Handgranate, sondern halt nur eine Smoke-Granate. All objectives are under our control. Sector secure. Enemy presence remains. Ah, sehr gut. Der erste Punkt ist hier super biestig, den zu erobern. Danach ist es eigentlich recht. Ja, ich weiß, ich will nicht chillig sagen, aber. Ja, machbar. Chillig wäre ein bisschen übertrieben. Ja, ganz kurz. Noch ein bisschen Munition mit. Ich krieg selber XP, wenn. Ah, ne, Alter, ja, okay. Ich dachte, ich bekomme selber XP, wenn ich aus meiner eigenen Munitionsbox was nehme. Das wäre ja sehr wild. Gut, der hat keinen Bock mehr gehabt. So, okay. Kann ich verstehen, es ist auch schon ziemlich spät. Vielleicht ist er halt schlafen gegangen. Why not?
Immer schmökern und heilen, habe ich in Battlefield gelernt. Ne, nimmt noch Munition. Können sie Leute auch direkt nach vorne chargen. Den Rauch haben sie hier wirklich sehr gut hinbekommen. Wie ich finde. So, hier auch direkt nochmal Munition hin. Für die Nachzügler. Bringt alles Punkte. Direkt nochmal versuchen zu capen hier zu uns. Aufgeladen. Vielleicht nochmal eine andere Visierung aufbauen. Oder vielleicht nochmal ein zweites Scope ransetzen. Das ist vielleicht nochmal eine Idee. Weil man kann ja seine Waffen hier komplett gestalten, wie man sie haben möchte. Also jede einzelne Waffe muss halt gelevelt werden. Das ist jetzt hier in der Beta natürlich relativ simpel, weil man wird zugeschüttet mit diesen... Boostern für Waffen, sage ich jetzt mal. Ansonsten ergibt sich das halt ganz immer aus dem Gameplay später halt heraus. Und man kann dann seine Waffe wirklich in, bis ins kleinste Detail, würde ich jetzt einfach mal sagen, kalibrieren, einstellen, modifizieren, wie man möchte. Und sich damit halt so einen Schießprügel bauen, wie man ihn halt gerne hat. Kann ich mich denn hinlegen hier? Okay, ich weiß nicht, wo die Taste Finding ist. Ich habe gar nicht gedacht, das wäre Y, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Okay, mal klären. Machen wir nach der Runde. Eigentlich bin ich mit der Klasse ganz zufrieden, aber wir könnten auch mal den Sturmsoldaten nehmen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Sturmsoldat. Take your new objective. Push them out once more. Gibt natürlich auch ein großes Potpourri an verschiedenen Waffen. Ich würde sagen, da kommt jeder auf seine Kosten. Gut, das hat nicht geklappt. Dann können wir mal ganz kurz gucken, warte mal. Okay, hinschmeißen kann ich mich. Hm? Naja, finden wir später mal raus. Genau, der hat ja hier den, den kleinen Granatwerfer gehabt. Was war F1 nochmal? F1 Gerät bereit. Die Übersetzung ist teilweise sehr skurril. Ich glaube, da habe ich letztes Mal, als ich mit Corey gespielt habe, glaube ich auch drüber gerätselt, was F1 Gerät bereit war. Ach so, doch, das waren die Supply Boxes und Artillerie und sowas, was man nämlich rufen konnte. Take your new objectives. Push them out once more. Was ist das unten? 5. Soldier, you have neutralized. Ach genau, das war das, alles klar, okay. Müsste das sein. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen was machen hier. Wie gesagt, ist erst die zweite Runde, seitdem das Spiel wieder... Also für mich ist die zweite Runde, seitdem das Spiel wieder läuft. Victor Bravo wurde just taken by our forces. Cool, dass er die Sachen automatisch aufnimmt, dass ich das nicht eigenständig machen muss. Das ist ganz praktisch in so einem Spiel, was so schnell ist wie das hier. Ach genau, hier konnte man irgendwie hoch, ne?
Tschüss. Ich weiß gar nicht, muss ich denn hier schon hoch? Also der... Ich glaube, ich muss hier noch gar nicht hoch. Shit, ich will wieder zurück. Hi. Okay, ja, ich musste dann auch gar nicht hoch. Ja gut, komm. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, ja, jetzt hätte ich da hochgekonnt. Ja, super. Okay, gut. Ich war ein bisschen zu voreilig. Ich wusste es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Wie kann ich jetzt da oben spawnen? Das ist ja ein Fahrzeugspawn. Das will ich ja nicht. Nee, das ist Fahrzeugspawn? Ach, wir warten, bis das Team hier da oben ist. Oh, wunderbar. Danke. Ja, sonst wären wir eigentlich da oben angekommen. Okay, hier ist nämlich auch biestig. Stimmt, wir haben ja noch einen Granatwerfer. Ja, ja, ganz vergessen. Hat er keine Funktion? Der Smoke-Granat. Nee, okay. War mir nicht ganz sicher, auf was der eingestellt war. Aua. Ach komm schon. Kann mich bitte jemand aufsammeln? Wenn man Sunny braucht, ist keiner da. Allied Troops attacking Charlie 2. Wir bleiben hier bei der altbekannten Klasse. Never change a running system. Oh, hab ich nicht aufgepasst, hier wollte ich gar nicht hin. Dann kannst du mich doch irgendwie absetzen oder so? Ich weiß nämlich nicht, welche Taste Fallschirm ist. Falls sie überhaupt einen Fallschirm haben. Charlie 2 has been neutralized. Klingt ein bisschen sehr leise hier, ne? Ich glaube, ich werde gleich wieder rausspringen. Es ist mir ein bisschen sehr langweilig, wenn ich auf nichts schießen kann. We have conquered Charlie 2. Ah ja, okay. Das ist ja praktisch. Oh, hi! Gut, dass ich nicht gerade in Panik war. Wer kann denn ahnen, dass in der gegnerischen Base so viele Gegner rumrennen? Entschuldigung mal bitte. So, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich da ist, da bin ich spawnt, das ist gut. Könnt mir ja mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr spielen werdet, ob ihr es vielleicht sogar schon spielt. Das würde mich mal interessieren. Ja, manche Effekte sehen halt noch ein bisschen wild aus. Das war der mit dem Schild, ne? Der. Ja, okay. Mich gerade schon gewundert, warum geht denn der nicht down? Danke. Müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, da. Okay. Jetzt habe ich es auch mal gecheckt.
eine tolle Funktion. Kann man so ganz viele Punkte holen. Also ich hatte die... Was war das denn gerade, ey? Jetzt habe ich vergessen, was ich arbeite. Egal. War nicht so wichtig. Kann mich einer aufheben? Hallo? Alle so weit weg. Jetzt bin ich aber da kommt ein Sunny angerannt, glaube ich. Nein. Also, falls du denn noch einen kurzen Moment Zeit hast, danke. Komm, ja auch nochmal Munition hin. Vielleicht braucht das nochmal jemand. Okay, achso, ich war. Das bringt auch immer schön viele Punkte. Selber heilen. Na, hier nimmt noch Munition mit, wenn der reinstürmt. Capture this last stand and victory is ours. Artillery ready for barrage. Na, das könnten wir jetzt mit 5 rufen, ne? Aber bringt mir das was? Vor allem, wie mache ich das so? Und nu? Ach so, okay. Stimmt, da war irgendwas. Gucken wir mal, ob wir da was treffen. In der Regel habe ich ja selten Glück mit Artillerie, zumindest in War Thunder und Enlisted. Schauen wir mal, ob das hier anders ist. Nee. Gott, ich bleib mal lieber drin. Ich glaube, ich kann von meiner eigenen Art getroffen werden. Artillery cover coming. Einer erwischt. Ob ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja, ist gut, ich bin unterwegs. Nee, ich will nicht da. Ich will zu dem. Ist ja gut. Viel zu viele Sunnies hier auf dem Feld, die nehmen mir immer die Punkte weg. Ich habe das mit dem Ladezyklus dieser, dieser Heilungspistole noch nicht ganz gecheckt. Ich weiß, dass sie sich auflädt, aber manchmal lädt er den Clip dann trotzdem nicht vollständig nach, obwohl ich eigentlich genügend Punkte dafür hätte oder genügend Zeit dafür gehabt hätte. Finden wir alles aus. Oh Gott, nee, da geh ich mal lieber weg. So, aber ein paar Abschüsse wären nicht schlecht, ne? Ich hab, glaube ich, nur 2 Abschüsse gemacht oder so. So. Den Punkt zu verteidigen ist auch extrem biestig. Ach, guck an, auch die Greta ist hier. Okay, hier soll keiner herkommen. So, wir sind auch auf jeden Fall ganz gut dabei. Ja, was ein bisschen schade ist, dass das bei mir halt hier so stark am Anfang... Also, nur in dieser Stelle leckt das. Also, in dieser Übersicht. Danach, seht ihr, läuft es eigentlich ganz flüssig.
Artillery cover coming. Get ready to engage. Ach, dann nicht die. Mission complete. Ja, nice. Impressive performance. War jetzt nicht so viel Abschüsse, aber ich hoffe, es gab trotzdem ausreichend Punkte. 21 Minuten. Mhm. Wir hatten noch 258 über. Okay, die Gruppe hat 100 Eliminierungen alleine schon gemacht. Okay, nice. Warte, wir können ja hier gucken, ne? Tab. Wo bin ich? Platz 11. 7900 Punkte. Das ist sogar meine Gruppe. Also hier fehlt mir noch so die Übersicht, dass man halt sieht, wer wer ist und was wer wer gemacht hat. Gut, das wird wahrscheinlich später kommen. Ich gehe mal davon, ganz stark davon aus, dass es weitere Skins geben wird. Ja. Okay. Wir gucken nochmal ganz kurz. Was hat der erste? 15.000 Punkte. Okay, aber heute war wahrscheinlich auch deutlich mehr gespielt. Es waren doch 15 Abschüsse. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Was sind das Abschüsse? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal davon, dass das Abschüsse sind. Ja, damit ist die Runde durch. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, sagt mir mal, ob ihr das Spiel selber spielt, ob ihr das Spiel eventuell vorhabt. Würde mich mal ganz sehr dolle interessieren. Damit bin ich raus. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.